Leute! Ich habe so viel coolen und kreativen Kram mit und für euch geplant. Und das meiste hat mit dem Inhalt dieser Tüte hier zu tun. Ich war nämlich einkaufen für insgesamt 130 Euro. Hier drin ist also lauter Zeichen- und Malzeugs, das ich mit euch gemeinsam auspacken werde. Vieles davon will ich in den nächsten Videos ausprobieren, benutzen und vielleicht auch fertig machen. Das hier ist also so eine Art Kanal-Update oder Vlog, Holdingens-Video, in dem ich euch ein bisschen erzählen möchte, wie es in den nächsten Wochen mit dem Kanal so weitergeht. Und außerdem habe ich noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Aber Schluss mit dem Cliffhanger, wir schauen jetzt erstmal in die Tüte. Als erstes habe ich Farben. Und zwar Acrylfarben von Schminke. Die sind eigentlich auch so der Hauptgrund, weshalb ich überhaupt einkaufen war. Denn die sind für ein ganz spezielles, besonderes, super fantastisches, megalomatisches, super Video, das tatsächlich eine Überraschung wird. Denn da bin ich nicht nur alleine mit dran beteiligt. Und ja, wie erzählt man von einem Überraschungsvideo, ohne was zu erzählen? Das wird auf jeden Fall großartig, da dürft ihr auf alle Fälle gespannt sein. Wirklich. Abgesehen von dem Überraschungsvideo, hier könnte man vielleicht auch ein Tutorial draus machen. Was meint ihr denn dazu, hättet ihr da Bock? Dann als nächstes haben wir einen Textmarker. Den habe ich mir gekauft, weil ich die Farbe irgendwie sehr schön fand. Und da habe ich gedacht, da könnte man mal wieder im Sketchbook ein bisschen rumscribbeln und Bleistiftzeichnungen so ein bisschen bunt aufwerten. Ich habe da so was Kleines so im Kopf. Schauen wir dann. So, dann habe ich hier, was ist das? Klammern. Die sind für, mach dieses Buch fertig, weil es ist mittlerweile schon so ein bisschen arg fett, dass ich echt Probleme habe, damit zu arbeiten. Und die sind einfach dafür da, dass ich die Seiten so festklammern kann. Dann ist das Ganze auch ein bisschen angenehmer zu handeln. Könnten allerdings noch ein bisschen größer sein. Da werden auf jeden Fall demnächst nochmal Videos von kommen und da freue ich mich schon megamäßig drauf. Das ist eigentlich so meine liebste Videoreihe. Weil so kreativ. Das nächste ist für die meisten wahrscheinlich super interessant, denn ich habe Stifter gekauft. Ihr fragt mich ja ständig, ob es günstige Alternativen zu dem Polychromos gibt und ich bin seit Monaten schon auf der Suche, aber habe bisher keine adäquate Lösung gefunden dafür, irgendwas, was dem nahe kommt oder... Und dann bin ich auf die Goldfarbe gestoßen. Da haben viele von euch ja auch schon gesagt, dass sie die haben und gut finden. Und bei denen war es mir wichtig, dass sie auch in Deutschland produziert werden und diese Stifte sind auch einzeln nachkaufbar. Und die werden wir in einem der nächsten Videos auf Herz und Nieren testen. Ausprobieren, ob sie halten, was sie versprechen. Sie versprechen eigentlich nichts, aber... Versprechen Sie die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit! Das haben Sie mir jetzt schon dreimal gefragt und nein! Dann habe ich hier noch ein Band, das ist nicht für euch. Das habe ich einfach nur jemandem mitgebracht, der sich viel mit Makramee beschäftigt. Vielleicht behalte ich es aber auch selbst. Dann, für diejenigen, die mein das erste Mal Pastellzeichen-Video geschaut haben, ich habe mir endlich mal Pastellmatt besorgt. Ich habe bisher nämlich kein passendes Pastellpapier gehabt. Lecco mio, ist das teuer. Das Papier hat meine Rechnung echt gesprengt. Aber okay, da bin ich auch gespannt. Da wird es auf jeden Fall auch ein zweites Video geben, in dem ich das dann ein bisschen professioneller angehen werde. Weil mir hat das super viel Spaß gemacht, aber ich fand es echt schade, dass das Paint-On, auf dem ich damals gezeichnet habe, einfach nicht dafür gemacht war. Und man hat so richtig gemerkt, dass die Pigmente nicht wirklich am Papier haften geblieben sind. Und deswegen bin ich gespannt. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, welches Motiv ich damit zeichnen soll. Wenn ja, dann ab damit in die Kommentare. Dann... Das nächste Papier habe ich bisher nur als Sketchbook kennengelernt. Guten Tag. Hallo! Und war von dem so überzeugt, dass ich es mir jetzt auch in normaler Papierform gekauft habe. Das Papier ist auch tatsächlich nicht teuer. Das kostet 15 Euro noch was für 50 Blätter. Da kann man nichts sagen. Super. Dann noch zwei Stiftverlängerer, die ich euch ja im letzten Video vorgestellt habe. Von denen kann man nie genug haben. Genau. Jetzt gucken wir uns mal die Ausbeute an. Ich habe hier 5 Acrylfarben.
zwei Stifthalter, ein paar Klammern, den Textmarker, das Papier, das Pastelmatt und die Stifte. Das waren 130 Euro. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt viel oder okay finde. Ich meine, das sind jetzt alles qualitativ hochwertige Sachen. Am teuersten waren tatsächlich die Acrylfarben. Da habe ich mir halt die guten gekauft, weil die gut sind. Hier spricht Sarah aus dem Off. Ich habe mir mal gerade mein Sketchbook geschnappt, weil ich es nicht abwarten konnte, wenigstens den Textmarker gleich auszuprobieren. Also dachte ich, ich vervollständige mal die Seite und schenke meiner Eule einen kleinen Kumpel. Momentan mag ich es total gern, mich ein bisschen abseits der realistischen Pfade zu bewegen. Vor allem, was die Farben angeht. Deshalb habe ich hier neben den natürlichen Farben auch recht viel mit Türkis, Mint, Neongrün, Pink und Flieder gearbeitet. Ich finde, gerade Skizzenbücher bieten sich da wunderbar an, neue Dinge auszuprobieren und festzuhalten. So kann man sich den eigenen Fortschritt nochmal vor Augen führen. Oder es muss ja auch nicht immer um Effizienz, Optimierung und Produktivität gehen. Man hat eine Art künstlerisches Tagebuch. Und aus dem Grund finde ich es auch total schön, wenn es da auch mal etwas chaotischer zugeht. In einem richtigen Tagebuch finden ja auch nicht nur die Instagram-tauglichen und medienwirksamen Momente Platz. Da schreibst du auch rein, wenn es heute einfach mal so richtig mies gelaufen ist. Naja, vorausgesetzt man führt ein Tagebuch. Ich führe keins, weil, naja, was nicht existiert, kann nicht gelesen werden. Was ist das? Was ist das? Kann ich das lesen? Mein Hirn schreibt ohnehin ständig mit. Und das nicht mal in Stenos, sondern in gut leserlicher Schönschrift. Das muss nicht noch ein zweites Mal protokolliert werden. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, weshalb ich so selten mit Skizzenbüchern arbeite, obwohl ich es eigentlich total gern mag. Ich schaue mir im Nachhinein meine Bilder an und erinnere mich automatisch an die Zeit, in der ich sie gezeichnet habe. Das ist das gleiche Phänomen wie mit Düften, die man unterbewusst mit bestimmten Ereignissen verknüpft hat. Steigt dir ein ganz bestimmter Duft in die Nase, zack, Flashback. Oder Musik, genau das gleiche. In meinem Studiengang waren Skizzenbücher ganz oft Teil der Abgabe und es hat sich nicht immer so cool angefühlt, da eine zweite Person kritisch drüber urteilen zu lassen. Vor allem, weil wir die Skizzenbücher auf Krampf anfertigen mussten und im besten Fall jeden noch so kleinen Entstehungsprozess und Gedankensprung darin dokumentieren sollten. Das ist aber überhaupt nicht meine Arbeitsweise. Ich finde, so ein Sketchbook ist was super Persönliches. Etwas, das man, wie ich finde, nicht auf Krampf füllen sollte, nur damit die Seiten vollgepackt sind. Und vor allem sollte es mit Respekt behandelt werden. Sowohl von anderen, als auch von dir selbst. Ein bisschen Respekt hatte ich im Übrigen auch vor dem Einsatz des Textmarkers. Steuerung Z ist ja nicht. Wie ihr seht, habe ich da einfach ein paar Highlights und Akzente gesetzt, um noch ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Also zusätzlich zu der, die eh schon da war. Ihr seht ja, was ich meine. Ich mag das Ergebnis ganz gern. Da kann man auf alle Fälle noch öfter mit rumexperimentieren. Da das Problem mit dem offenen Buch noch nicht gelöst war, wollte ich dafür noch schnell ein Lesezeichen-Verschluss nähen. Schön frühlingsmäßig soll's aussehen. Ich denke, Flower Power kann man momentan eh nicht genug haben. Also passenden Filz rausgekramt, ein paar Blumen und Blätter aufgemalt und ausgeschnitten. Alle Einzelteile hübsch auf dem schwarzen Filzhintergrund angeordnet, umrandet und auch die ausgeschnippelt. Weil das Buch wahrscheinlich auch noch dezent fetter wird, muss das Ding natürlich elastisch sein. Also habe ich mir ein Gummiband geschnappt, das Buch freischnauze abgemessen und dabei die zukünftigen Dickmacher-Projekte mit einkalkuliert und dann das Gummiband festgenäht. Dann das Grünzeugs wieder auf den Hintergrund drapiert, festgesteckt und mit der Nähmaschine drüber gerattert. Eigentlich hätte ich Blümchen und Blätter zuerst bestickt, damit man auf der Rückseite nicht dieses unaufgeräumte Stickchaos sieht. Aber Nähzimmer und Wohnung befinden sich bei mir nicht am selben Ort. Es war schon echt spät, also wird die Rückseite halt hässlich und fertig gemacht und passt damit auch wieder zum dazugehörigen Buch. So, Pippi Langstrumpf-Denke at its best. Noch den Blütenstempel in einem senfgelben Ockerton gestickt und ein paar Details für die Blätter. Und damit wäre auch das Teil fertig gemacht. So, seid ihr bereit für die wahnsinnsfantastomatische Ankündigung? Die Community Challenge geht in die zweite Runde. Die erste war schon so unfassbar schön, weil es einfach total Spaß macht und spannend ist zuzusehen, wie jeder einzelne von euch die gleiche Aufgabe auf eine völlig andere Art und Weise umsetzt. So, dass ich beschlossen habe, wir machen das ganz einfach nochmal.
Ich gebe euch allerdings kein Bild vor, das ihr in eurem Stil nachzeichnen sollt, sondern diesmal gibt es ein Thema, zu dem ihr etwas gestalten sollt. Und das Thema lautet: Wovon träumst du nachts? Dabei dürft ihr völlig frei entscheiden, wie ihr das Thema verstehen und umsetzen wollt. Ihr könnt es ganz wörtlich nehmen und einen Traum, den ihr im Schlaf erlebt habt, kreativ umsetzen. Und das kann dabei ein schöner Traum gewesen sein, der euch positiv in Erinnerung geblieben ist oder der euch bewegt hat. Das dürfen aber auch Albträume sein. Wenn ihr einen bestimmten Traum im Sinne von einem Wunsch oder Ziel habt, also ihr wünscht euch zum Beispiel ein Haus am Meer oder wollt mal Rockstar werden oder würdet gerne durch die Zeit reisen, egal ob durch den Fluxkompensator, den Zeitumkehrer oder die blaue Telefonzelle, dann dürft ihr natürlich auch den Traum darstellen. Es gibt kein richtig oder falsch und ihr dürft euch da komplett frei entfalten. Zeigt mir eure Träume. Denn das Wort Traum ist hier wirklich im weitesten Sinne zu verstehen. Ihr seid auch nicht aufs Malen oder Zeichnen beschränkt. Wenn ihr Bock habt, was zu basteln, zu nähen, zu sticken, zu werkeln oder was auch immer, ey, fühlt euch frei, auch das ist erlaubt. Jedes kreative Medium ist willkommen und je kreativer, desto besser. Genauso sollt ihr euch aber auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Es darf hier wirklich jeder mitmachen und es ist völlig egal, wie gut oder ungeübt ihr seid. Hier geht es wirklich nur um den Spaß und um das gemeinsame Kreativsein. Die genauen Infos dazu packe ich euch unten in die Infobox. Zeit habt ihr dafür volle 6 Wochen, das bedeutet, Einsendeschluss ist der 24. April 2022. Die fertigen Werke schickt ihr dann an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Wenn ihr mir die Bilder von euren fertigen Werken schickt, dann schreibt bitte einen Namen dazu. Das muss nicht euer echter Name sein, das darf auch ein Alias oder ein Nickname sein. Denn denkt bitte dran, wenn ihr mir was schickt, kann es natürlich sein, dass euer Bild mit Namen im Video landet. Denn dafür machen wir ja den ganzen Bums hier. Dann wäre es auch richtig cool, wenn ihr aus Respekt vor euch und eurer Kunst auch ein paar Worte dazu schreibt, warum ihr das Bild gemalt habt und was ihr damit ausdrücken wollt. Das Thema ist so persönlich, dass ich euch natürlich selbst die Chance geben will, auch etwas dazu zu sagen. Ich freue mich tierisch auf eure Einsendungen und alles, was sonst noch so kommen wird. Es wird toll, weil ihr seid super. Ciao und bis bald.